Sicherungsringe gibt es zwar nicht wie Sand am Meer, aber es gibt eine unglaubliche Vielzahl an Größen, an Breiten, an Dicken. Und für jeden Sicherungsring braucht man natürlich auch die passende Zange. Ich habe heute einen bei mir, der kennt sich mit den Zangen aus. Jürgen Steinauer, Produktmanager aus dem Hause Knipex. Hallo. Hallo, Herr Wolf. Grüße Sie. Wir haben das hier mal ein bisschen aufgebaut, damit sich die Zuschauer das besser vorstellen können. Das ist der kleinste Sicherungsring, den es so unter anderem gibt. Man sieht es schön daneben, das ist ein 1-Cent-Stück, also wirklich im Millimeterbereich. Ein paar Zentimeter weiter haben wir den hier. Der ist schon viel größer, aber es ist noch nicht mal der größte, den es gibt. Also es gibt noch durchaus größere. Und bei so vielen verschiedenen Größen brauchen wir natürlich auch, man sieht es schon hier, unglaublich viele Zangen. Jetzt haben Sie uns hier zwei Produktgruppen mitgebracht. Die Zuschauer können sich vielleicht hier so eine kleine imaginäre Linie denken. Hier auf der Seite, dann sieht man schon, die glänzen und sind schwarz vorne. Und die sind eher matt und ein bisschen gräulich. Was unterscheidet die beiden Gruppen jetzt voneinander? Zusätzlich zu dem, was Sie schon bemerkt haben, noch wesentlich mehr. Auf der linken Seite haben wir die klassische Bauart. Die klassische Bauart ist geschmiedet aus einem hochelastischen Chrom-Vanadium-Stahl mit präzise angedrehten Spitzen. Das sind Sicherungsringzangen, die für jegliche Standardmontage ein super Werkzeug sind und auch da lange und zufriedenstellend ihren Dienst tun. Wenn es aber mal ein bisschen schwieriger wird, weil zum Beispiel so ein Sicherungsring festgerostet ist, dann kann es sein, dass eine besondere Leistung brauchen, vor allen Dingen eine besondere Leistung der Spitze, weil auf die kommt es bei der Sägeringzange an. Okay. Und da haben wir uns mit dieser Bauart ganz was Besonderes einfallen lassen. Denn diese Spitzen sind nicht aus dem Grundmaterial heraus gedreht, diese Spitzen sind eingesetzt. Okay, verstehe. Der Grund ist, es ist ein ganz anderer Werkstoff, ein sehr hoch belastbarer Federstahl. Was Besseres können Sie für solche Spitzen nicht verwenden. Okay, also die haben sozusagen mehr Power, die sind robuster. Und was mir optisch noch auffällt, hier sind die Federn ausgelagert und hier sehe ich die Federn gar nicht mehr. Richtig, das mit den Federn ist eine Sache, da gehe ich gleich noch weiter drauf ein. Aber wichtig ist, die haben mehr Power, wie Sie gesagt haben. Diese Spitzen sind um 30% höher belastbar, wenn es drauf ankommt. Das ist schon einiges. Ja. So, was ist außer diesen, was ist an äußeren Erscheinungen Unterschieden da? Also Sie erwähnten schon die Feder. Hier haben Sie eine außenliegende Feder. Diese Feder kann natürlich im Werkzeugkasten beschädigt werden, die kann auch verloren gehen. Hier sehen Sie keine Feder mehr, aber es ist eine drin. Das merken Sie. Die ist versteckt, die ist im Gelenk eingebaut. Das ist nicht die einzige Besonderheit dieses Gelenkes. Was viel wichtiger ist, dieses Gelenk ist geschraubt. Ein geschraubtes Gelenk können Sie viel präziser einstellen als ein genietetes. Damit läuft diese Zange spielfrei und sehr leicht und gleichmäßig. Okay. Das ist der Vorteil dieser Gelenke. Okay. Aber auch, wenn Sie gucken, bei der Spitzenform, da gibt es noch Unterschiede. Wenn Sie sehen, den unteren Ansatz von diesen Spitzen, der ist hier so konisch schräg übergehend. Und hier haben Sie einen ganz geraden, sozusagen fast schroffen Übergang. Man sieht's, genau. Das hat einen großen Vorteil. Wenn Sie Sicherungsringe demontieren, dann neigen diese Sicherungsringe dazu, auf der Spitze sich zu verdrehen, wenn Sie das denn können. Hier können Sie es nicht, denn wir haben hier diese Anlagefläche die flach drauf. Und genau an dieser Anlagefläche springt der Ring sozusagen heran und sitzt bombenfest auf dieser Spitze, der fliegt Ihnen nicht weg. Das stimmt, der ist also keine Gefahr. Nein, keine Gefahr, dass hier die Ringe unabsichtlich durch die Gegend fliegen. So, da ist er wieder drauf. Okay. Noch ein optischer Unterschied ist diese Schraube, die man hier sieht. Da wüsste ich jetzt gar nicht, für was die ist. Ja, diese Schraube hat den Sinn, dass man diese Zange so blockieren kann, dass diese filigranen Bauteile, Sicherungsring, nicht überdehnt werden. Das ist, der ist ganz schnell kaputt, der Ring. Wenn Sie die Spitzen hier reinstecken und dann einmal kräftig drücken, dann überspreizen Sie den. Und dann ist er kaputt. Dann hat er nicht mehr die Spannkraft, die er braucht. Das sehen Sie aber auf den ersten Blick nicht. Nur der ist bereits kaputt. Also neu eingebaut und schon kaputt. Und damit das verhindert wird, haben wir hier eine Anschlagschraube. Und die lässt sich jetzt so einstellen, dass dieser Ring nur um das erforderliche bisschen, ungefähr 3%, bewegt wird. Und dann ist Schluss. Okay, gut. Wir haben jetzt diese Zangen, die ja dann doch optisch gleich aussehen, wenn man es mit diesen Zangen hier vergleicht. Für was sind denn diese Mordinstrumente hier?
Diese Zangen sind für Sicherungsringe von 3 mm bis 140 mm bei den größten. Und diese hier, die fangen erst bei größeren Sicherungsringen an, bei 120 mm. Okay. Und weil diese Ringe eine große Spannkraft haben, haben wir in diesen Zangen einen solchen Rastmechanismus. Wenn Sie den Ring jetzt zudrücken, dann verhindert dieser Rastmechanismus, dass die Zange sich wieder öffnet. Okay. Sie können also ohne den Ring festgespannt zu halten, den Ring sauber in die Stelle buxieren, wo er hin muss und dann diese Sperre lösen und dann geht die Zange wieder auf. Das heißt auch, man kann einarmig arbeiten, theoretisch? Ja, in dem Moment, wo man den Ring genau an die richtige Stelle führen muss, ja. Man hält die Zange nur lose und führt mit der anderen Hand den Ring. Ja. Okay, kommen wir mal, ich habe es vorhin schon angesprochen, zu dem ganz großen hier. Das ist so eine der richtig großen, dafür brauchen wir eine spezielle Zange. Dieses Gerät hier, nenne ich es mal, erinnert mich aber eher an Matheunterricht, sieht aus wie früher der Zirkel. Ja, es sieht natürlich nicht mehr aus wie eine Zange, weil es tatsächlich keine Zangengriffe hat. Es ist aufs Wesentliche beschränkt und konzentriert. Als Betätigungsmechanismus haben wir hier eine selbsthemmende Spindel in diesem Werkzeug. Und diese Spindel kann über einen Antrieb betrieben werden von Hand, über dieses Rändelrädchen. Diese Spindel kann betrieben werden mit einem Imbusschlüssel. Und die Spindel kann auch betrieben werden mit einem Akkuschrauber. Und damit hat man also ein komfortables Gerät, mit dem man solche großen Sicherungsringe sicher handhaben kann. Das wollte ich gerade sagen, denn das sieht jetzt so einfach aus, aber hier wirken enorme Kräfte. Das ist der Punkt. Stellen Sie sich mal vor, Sie wollten die mit einer Zange bewältigen. Da müssten Sie so lange Zangenschenkel haben und dann können Sie den Ring nicht mehr richtig bewegen, weil das alles im Weg ist. Ja, und vor allem wird es auch gefährlich irgendwann. Ne? Und wenn der Ring wegfliegt, ist es richtig gefährlich. Okay. Also von daher, ich kenne kein anderes Werkzeug auf dem Markt, was für diese Ringe in so kompakter Form gebaut ist, dass sie so handlich und so sicher solche großen Ringe bewältigen können. Das ist etwas, was nur Knipex hat. Also Handlichkeit, enorme Sicherheit, das gibt es nur bei Knipex. Und hier haben wir natürlich noch die große Bandbreite an den anderen Zangen. Haben wir alles beisammen, glaube ich, Herr Steiner, ja, oder? Richtig. Sie brauchen die verschiedenen Größen für die verschiedenen großen Sicherungsringe. Es geht bis zu diesem sehr großen Werkzeug. Ein komplettes Programm, von dem Sie hier nur einen kleinen Teilausschnitt sehen. Es sind in Wirklichkeit über 85 Werkzeuge. Okay, da drehen wir den nächsten Film drüber. Derweil bedanke ich mich bei Ihnen. Ja? Ja, gerne. Und bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Ausgabe von Werkzeug TV. Ciao.